Das ist aber auch eklig. Und jetzt mit den langen Dingern rückwärts, das geht mal überhaupt gar nicht. Hey, dafür kann ich aber nicht. Ja, doch, natürlich. Paragraph 1, Luxen ist immer schuld. Halt. Ja, ich hab's gesehen. Paragraph 2, sollte das mal ausnahmsweise nicht der Fall sein, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ja, wie soll ich das denn jetzt hier korrigieren? Verdammte Hulle. Ach Mann, ey. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eurotruck Simulator 2 und wir sind hier unterwegs im Konvoi und zwar auf der normalen Map ohne Pro-Mods, die 1.0 Experimental und wir sind zu dritt. Da haben wir einmal den kleinen Luxen dabei. Hallo! Hallo! Und dann ist Fotofreak auch mit von der Partie im Renault. Hallo! Hallo! So, Luxen, du hast gerade schon eine Tour angenommen. Du hast natürlich gleich übertrieben, so ein Riesending angenommen. Was hast du denn da angenommen? Erzähl doch mal. Also ich habe ein Riesending angenommen. Wir haben die Fracht Mandeln. Es sind 21 Tonnen. Und der Zielort ist nach Schweden. Växjö. Ja gut, dann mach doch mal ein bisschen Platz, dann können wir das auch annehmen. Ich muss da jetzt mal gucken, wie geht das? Ich gehe auf Sitz. Ich fahre hier hinten raus. Ah, und dann hat er das schon gemacht. Da, ansehen und gleichen Job annehmen. Ja. So, ah nein, ja. Das ist doch was für Pussys. Auftrag annehmen. Ja, wir müssen nämlich den Luxen die Aufträge annehmen lassen, weil der hat nämlich noch nicht alles durchgelevelt. Dann könnte das nämlich sonst sein, dass wir was annehmen, was er nicht fahren kann. Und das ist dann auch nicht so toll, ne? Ja, kommen wir mal einen Gang rein. Ist ganz schön, wenn ich die mal bestimmen kann. Ja. Aber alles nur so kurze Dinger. So. Hä? Dummer Kind. So. Also. Es sieht alles so anders aus. Ich bin verwirrt. Also. Ja, alles neu gemacht in der Version und ja. Erbsen, Kabeljaufilets, Paris, Uppsala, Duisburg. Hab ich den schon komplett angenommen gerade? Den hattest du schon angenommen. Du musst Mandeln nach Rostock, dann brauche ich keinen neuen. Ja, weil ich dachte erst, ich muss jetzt hinfahren und hier nochmal bestätigen, ne? Aber das ist hier offenbar jetzt nicht so. Das ist anders, genau. Jetzt steht der hier im Weg. Ich stehe doch da gar nicht. Ja, du doch nicht. Diesmal bist du nicht gemeint, Luxen. Das kann ausnahmsweise mal passieren. Passt das? Passt. So, dann werde ich mir jetzt auch das Dingelchen holen hier. Ah. So, mal die Birne aus dem Fenster. Ich sehe nichts. Rückwärtsgang wäre echt eine Maßnahme. Ich habe das schon wieder, ne? Ich drücke den Rückwärtsgang rein und die Kamera springt wieder in die Kamera, wieder in das Auto. Hattest du nochmal in deine Tastenbelegung geguckt? Ne, ach, was? Was ich gemacht habe gestern Abend nach unserem Testlauf? Rechner aus, waagerecht. Ja, ich ja. Ja gut, ich meine, das ist ja jetzt... Ich höre dich überhaupt nicht. Wenn ich die Birne aus dem Fenster halte, ne? Und gerade ankoppel und und du sagst was, kommt hier nichts rüber. Ich mach dich mal lauter. Mal gucken, ob ich drankomme. Das ist immer so ein bisschen schwierig hier. Da muss ich nämlich das ganze Spiel ausmachen. Lautstärke anpassen. Jetzt mache ich dich mal auf plus 1 Dezibel. Sprich mir mal nach. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Bei Dingsbums ist nicht so from the yellow sag. Mhm. Ja. Alles klar. Meine Gurke ist groß, oder wie? Deine genau. Gurke ist groß. Ich hoffe, du meinst deinen Trailer. Natürlich. Nein, die Nase natürlich. An der Nase von Johannes erkennt man seine, ne? Ja, seine Gurke. So, sind wir jetzt alle schön in Reihe? Ja, ich bin hinter dir. Dann können wir jetzt losfahren. Ach, du bist hinter mir. Ich dachte, du wärst vor mir. Ne gut, ja Luxen, dann fahr mal den Weg, den wir zu fahren haben. Das Schöne ist, wir haben nämlich jetzt 3.10 Uhr. Ist doch perfekt. Es wird nämlich jetzt langsam hell. Und Luxen sprach, es werde Licht. Doch, der fand den Schalter nicht. Ja. Ich weiß schon, wie du drauf bist zu mir. Ja.
Ich bin auf drauf zu dir. Guck mal, da steht die Polizei. Die Polizei. Ja, wir würden jetzt ja mit der Fähre fahren. Polizei. Fähre. Fähre fahren. Fähre. Was machst du denn den ganzen Tag? Fähre fahren. Muss ich da jetzt durch? Ja. Trailer geht? Hin und her. Ja, das ist wohl ja, so. Ja, du musst ja hier rinscht werden. Ach so. Warte mal, ich bin übrigens gleich mal da. Wieder da. Was? Ich fahr mal daneben. Ach nee, das ist nur einer. Nee, Tatsache. Das sah von hinten aus wie zwei Gates. Ja, das ist der andere, ist der Eingang. Trailer Gate, Bill Gate. Wie geht's dir? Und geht noch mal schiffen da. Ich weiß es nicht. Na guck mal, der steht da vorne an der Schranke und pisst da hin. Ja, ach, da! Mann, jetzt weiß ich, was mit der Gurke war gerade. Du. Ausmachen. Von der Waschmaschine. Ach so. Das war wieder sehr pünktlich, das Timing, ne? Ja. Ich muss auch Wäsche waschen, aber ich denke, ich mach das nicht an. Weil ich habe ja nachher den Stream, die Aufnahme zu machen, den Konvoi, bin verabredet, dann schiebe ich das einen Tag weiter, weißt du? Das kann ja man auch machen, ja. Und das Lenkrad baue ich auch vorher an. Für die Zuschauer mal erklärt, wir uns getroffen hier, kommt an und man hört ihn erstmal rumpel, 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 Lenkrad anbauen, Waschmaschine ausleeren, ja. Kaut noch, pullern gehen. Ja. So, dann fahren wir noch langsam, da müssen wir noch auf den Fotofleak warten. Der ist noch in der Röntgen. Achso. Aber was sind das für eine Schnörkelfahrt hier in dem Hafen? Ja, das ist ein großer Hafen. Ich denke mal, das ist Absicht, damit du schön langsam fahren musst. Hier soll keiner durchrauschen. Ist das jetzt eine Anspielung auf meine Fahrweise? Nein. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen realitätskonform. Ja, ja, ja. Oh, übrigens, man sieht jetzt, was ich gerade sehe, unten rechts, ne, im Navi, ist das so eine Anzeige, welche Größe du eingestellt hast. Das ist praktisch. Ja, das habe ich gestern schon ausprobiert, die ist aber nur so da. Die ist nur so da. Das ist eine nur so da Anzeige. Nee, ach so. Ist die Soda Anzeige. Mhm. Die Soda? Mhm. Ja. Das habe ich auch mein Handy blubbern hören, die Becky hat geschrieben. Das ist die einzige, die nämlich über Trema schreibt und dann habe ich immer blub blub. Trema, was ist das? Das ist quasi WhatsApp für Leute, die Datenphobie haben. Ach so. Die sagen, oh, ich gehe nicht bei Facebook, meine Daten werden verkauft. Die meinen dann, das wäre ganz schlimm, obwohl das ist halt heute so. Und ja. Wo müssen wir hin? Nach Trelleborg? Ja, Trelleborg. Trelleborg. Jörg. Der Jörg nach Trelleborg. Bitte was? Ich warte noch. Nee, fahr ruhig. Wir sind alle in Reihe hier. Hm? Aber da rechts hängen Schwimmwesten. Da musst du dir auch eine von nehmen. Nö, heute mal nicht. Die Originalstrecke sagt mir rüber nach Geza, nicht nach Trelleborg. Ach so? Warum bin ich? Ach, dann fahren wir länger. Aber das ist nicht so schlimm. Dann fahren wir eben halt nach Trelleborg. Ja, geht's ja. Für mich war Trelleborg irgendwie. Dann komm doch zurück. Komisch. Komm einfach zurück. Hast du noch genug Geld? Geld wieder nicht. Also die Zeit geht aber nicht weiter für dich, oder? Nee, ich will die richtige Strecke fahren. Jetzt umdrehen, ja. Du kannst auch da warten. Wir kommen ja sowieso da vorbei. Ich fahr so, wie es das gehört, nach Getzer. Wenn ich schon frag, weißt du, wo müssen wir hin, ne? So, Getza. Bei mir hat's das aber so angezeigt. Ja, komisch, du hattest gestern auch schon mal bei unserem Test was anderes angezeigt, ne? Du kannst aber quasi im Ernst, du kannst da stehen bleiben, wir kommen da bald vorbei. So, was? Jetzt haben wir 4.23 Uhr. Passt doch. Er musste ja durch die Mautstation und wir nicht. Ja, er hat's ja. Genau. Wo kommen wir dann raus? Unten bei Geza sind wir jetzt. Und wir oben am Autobahnkreuz können wir uns dann treffen. Ich fahre mal hier ganz außen lang, ne? So gehört sich das ja auch. Richtig. So steht's auch an den Schildern dran. LKWs. Wenn man die Schilder sieht,
kann man das ja auch wissen. Wenn man die Klüsen aufmacht, ich habe keine Schilder gesehen. Ach, das war das, was vorhin so gerumpelt hat. Was machst du denn da an? Liegst da unter deinem LKW? Ich kratze die Schilder aus dem Reifenprofil. Ja. So, wie viele Kilometer habt ihr noch? 406 habe ich noch auf Uhr. Und eine rote Ampel vor der Nase. Oh, ich habe noch 263. Das ja, kannst du mal sehen. Ja, ja. Wir üben das noch ein bisschen, aber wenn das deine Tour so angezeigt hat, aber, dann ist das halt so. Aber nur zu meiner Verteidigung, ihr wolltet ja die andere jetzt nehmen. Ich habe Trelleborg. Ich nehme die, die mir angezeigt wird. Nein, ich habe da jetzt auch genommen, weil die sowieso schon so kurz ist, die Tour. Und jetzt ist die dann halt auch nicht ganz so kurz, wenn wir hier lang fahren, ne? Hm. Ist denn Falcone hinter mir? Jo. Ich bin hinter dir, ja. Ja, ich wusste ja, ich hatte gedacht, vielleicht bist du auch nach Trelleborg gehüpft. So. Auf was habt ihr das Navi eingestellt? Auf schnellste oder beste oder? Beste Route. Ich weiß nicht, ich habe da gar nichts eingestellt. Da ist das, was ist. Ich habe das noch nie verändert. Hm. Seltsam, seltsam. Ja. Beim nächsten Auftrag, wenn er den annimmt, dann vergleichen wir genau halt die Routen, bevor wir losfahren. Ja. Das würde ich auch sagen. Guck mal, hier links liegen Windräder aufbaubereit. Das sind so Gadgets, die finde ich toll, weißt du? Warum Windräder hinstellen? Warum nicht auch mal so ein halbes Windrad, was gerade im Bau ist? Ein Kran daneben oder so? Das ist schon prima. Das habe ich bei OMSI so ein bisschen vermisst. Bis ich dann selber meine eigenen Rohbauten gemacht habe. Okay. Ja, ja, da auf Juling gibt es Rohbauten. Ich mein, weißt du, was mich mal interessiert? Der Luxen, der fährt ja manchmal so ein bisschen auf OMSI rum, oder? Oh, jetzt muss ich hier in die Kurve rein. Oh, hoffentlich mache ich hier keinen Jason. Nee, hat gepasst. Hast du eigentlich schon mal Gebäude von mir auf anderen Maps gesehen? Meine Rohbauten oder so? Das ich jetzt nicht. Nein. Ah, wenn du das mal siehst, sag mal Bescheid. Interessiert mich mal. Ja. Oh. Ich habe schon mal Anfragen gekriegt, ob welche da meine Objekte benutzen dürfen. Habe ich auch erlaubt, aber ich habe noch nie irgendwo mal auf einer Map irgendwo gesehen. Aber ich meine, ich gucke ja auch selten irgendwie in Let's Plays rein oder auf andere Maps. Aber wenn ich das mal höre, würde ich gerne mal gucken. Also ich wüsste jetzt nicht gut, ich habe halt auch... Oh, ist jetzt nichts. Ich habe halt so ganz alte Maps noch, wie Bad Kinsau und so. Und ja. Oh ja. Aber Alheim wollte ich mal ausprobieren, die neue Version. Ach, weißt du, ich habe schon so manche Map versucht auszuprobieren und dann ging das nicht. Dann hat die nicht geladen oder das hieß so, du musst jetzt noch irgendwelche Objekte von da downloaden und von da und von da und von da. Was mir aufgefallen ist. Was mir übrigens aufgefallen ist bei Julingen, da ist noch ein Objekt drin, das nicht da reingehört. Das kann also überhaupt nicht sein. Doch schon, weil es wird mir angezeigt. Wie heißt dort nochmal? Bottrop oder. Ja. So eine Kirche, irgendwas. Ja. Konnte nicht geladen werden. Okay. Fehlt im System. Aha. Aber das ist nur bei dir so. Wenn das ja bei mir doch nicht so ist, dann ist dir irgendwann abhanden gekommen. Und das ist ja immer das, was ich sagte. OMSI ist eine Bitch. Da passiert so schnell was. Ich habe manchmal Leute geguckt, die fahren auf Julingen und dann haben die da irgendwelche roten Bürgersteige. Ne, die roten Bürgersteigtexturen, die gibt's bei Julingen eigentlich gar nicht. Aber andere Maps haben diese Bürgersteigtextur mit dieser roten überschrieben, die dann, weil den gleichen Texturname hat, auch in Julingen verwandt werden. Und dann fehlt nur einer, ah, die Julia hat auch keinen Geschmack. Guck mal, was die hier für einen scheiß roten Bürgersteig gemacht hat. Da stehen mir die Haare hoch. Ja, das ist schon interessant. Ja. Wo seid ihr gerade? In Malmö oder? Nee. Warte. Es ist nicht mehr weit bis Trelleborg. Kopenhagen. Ach Gott, ihr seid ja noch ganz weit weg.
Ja, wir mussten ja erstmal jetzt über die Bridge drüber da, ne? Herr Luxen, Sie sollten doch warten. Ist der jetzt losgefahren? Ja. Das ist aber auch ein Tinne. Ja, morgen machen wir mal eine Extra-Lektion und erkläre ich dir den Begriff Konvoi. Hallo, ich muss ja irgendwo warten hier. Ja, warten heißt warten. Nicht fahren. Ich guck gerade so Trennung. Wo ist der denn da? Ich bin einfach weitergefahren. Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Deswegen erkläre ich dir morgen mal den Begriff Konvoi. Du kannst das auch gerne mal googeln. Ich kenne den Begriff, dass alle hintereinander fahren und das wartet. Aha. Und was hast du da jetzt nicht verstanden? Ich hatte einfach nur so Bock, so weiterzufahren. Ja. Das passt zu dem so. 18 Uhr treffen. 18 Uhr kommt er an. Rumpel, rumpel. Lenkrad erstmal aufbauen. Ich bin ja froh, dass du nicht noch gesagt hast, ich muss erst mein Lenkrad suchen. Weil der Konvoi kam ja auch so überraschend. Ja. Konnte ja keiner ahnen. Sogar vorbildgerecht das Warnblinklicht an, ja, auf den Seitenstreifen. Das ist ja Wahnsinn. Es ist immer wie mit dem Winter. Oh. Plötzlich ist er da. Ja, wenn jetzt unsere Tour von seiner nochmal abweicht, dann steht er gleich wieder irgendwo alleine trockene Erbsen, weil wir anders fahren. Und das ist dann die gerechte Strafe fürs Nicht-Warten. So, ich fahr mal zu euch mit der Null. Wo fährt die Null hin? Zu uns? Die Null, ja. Ich hab die Null gewählt, ja. Okay. Oh Gott, das will ich. Hab wegen Null und ach, egal. Ach ja, hier sind Flugzeuge unterwegs. Jetzt sind wir Kopenhagen. Also. Stürzt ab? Ach, um Gottes Willen. Ja, das stürzt aber kontrolliert ab. Oh ja, ich sehe eure Namen schon fast. Wie kann man auf schneller nochmal einstellen? Wenn man schneller fliegen kann? Mit dem Mausrad. Mit dem Mausrad hochdrehen. Ach so. Ah, okay, danke. So. Wir sind jetzt im Tunnel. Yep. Vielleicht hat es ja auch doch nichts mehr ausgegeben, weil wir hatten zwar eine kürzere Fährfahrt, aber dafür müssen wir jetzt noch hier Brückenmaut bezahlen. Das ist die Öresundbrücke. Die geht einmal unter dem Wasser drunter, damit die Schiffe da drüber fahren. Der zweite Teil, auf den wir jetzt kommen, geht oben über die Brücke. Bin ich in der Realität auch schon drüber gefahren. War so 2007 rum. Kostete damals mit dem Pkw pro Überfahrt roundabout 30 Euro. Ah, wenn man also von Deutschland die A7 hochfährt, Flensburg und so, dann hat man aber zwei so Brücken. Da hinten die Storbeltbrücke auch, kostet ungefähr dasselbe. Bist du schon bei 60 Euro, willst du auch wieder nach Hause irgendwann. 120 Euro gehen drauf für Brückenmaut. Aber ich finde, kann man ruhig mal machen. Ist eine tolle Aussicht, macht Spaß, da mal rüber zu fahren. Da fährt sie hier über die Brücke und ich muss einen Scheibenwischer machen. Hast du so eine feuchte Aussprache? Ja, ich habe den Scheibenwischer innen. Da bleibt mir die Spucke weg. Na, dafür habe ich so vorne drauf. Ja. Ist das alles synchron oder wie? Was? Oh, irgendwie lädt das gerade nicht. Na? Welche Station nehmen wir denn heute? Ich nehme jetzt irgendeine. Toll, Regen. Ach ja. Da vorne so ein Bums-Container, ist wahrscheinlich ein Holländer. Macht sich weg. So, 172 Taler bezahlt für die blöde Brücke. Drücken wir hier den Bums-Container mal weg. Ist ja nur aus Pappe, ne, so ein Ding. Pappmaschi. Ja. Wie die Trabis, wie auch gefaltet und geklebt. Ach ja. Da seid ihr erst bei Malmö. Ja, da solltest du eigentlich warten. Ja, ich bin jetzt bei...
Bei Helseburg bin ich auf der Autobahn schon abgebogen und da warte ich. Jetzt brauchst du auch nicht mehr warten. Die paar Meter kannst du auch noch fahren. Da ist er ja schon fast da. Ja, eben. Helsingborg. Das ist so eine kleine Meerenge. Da kann man von Helsingborg kann man rübergucken nach Dänemarks Helsingør. Und von Helsingør nach Helsingborg fährt eine Autofähre. Bin ich auch schon mit rübergefahren. Jo. Aber ich kann ja mal währenddessen mal das Navi umstellen. Also das, das mal die... Im Gameplay. Bitte. Ah, sag's doch. Ja, genau. Bevorzugte... Was kann man denn einstellen? Aber... Schnellste, kürzeste, längste und letzte Einstellungsmöglichkeit immer anders als Luxen. Da steht, beste muss ich nehmen, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und Auftragslänge, wisst ihr, was ihr da eingestellt habt? Ich habe das immer nach hinten aufgerissen eigentlich. Bei mir steht 150%. Ja. Okay, dann mache ich das auch. Das hattest du noch nicht? Nein. Ja, jetzt tu mal nicht so verzweifelt. Ja, ich bin verzweifelt. Ach, jetzt hat er ja, wir hatten ja alle die Fernfahrten schon bis hinten aufgelevelt, du hattest nur ein Klötzchen. Da hättest du drauf kommen können, dass du dann zumindest, ja, die Auftragslänge, die dir denn zur Verfügung steht, nach hinten aufreißt. Und dann sage ich, okay, ja gut, jetzt weißt du es, bitte aufreißen. Bist ein richtiger Aufreißer-Typ. Vielleicht kann das auch damit zusammenhängen, dass ihm zwar der Auftrag angezeigt wird mit 400 und ein paar zerquetschten Kilometern, aber dadurch, dass die Auftragslänge ja dann verkürzt wird, dass er halt deswegen über Trelleburg gefahren ist. Kann sein, ja. Trelleburg war ich auch schon mal. Am letzten Tag von meiner Reise da. Mhm. Wie warst du? Auch Trelleborg ist nichts Besonderes. Das südliche Schweden ist jetzt nicht so aufregend, aber das nördliche Schweden, das Lappland, da wird's interessant. Mit den ganzen kurzen, nee, mit den ganzen Nächten, ne? Ja, das auch. Hm. Habe ich ja schon viel erzählt in vorigen Folgen. Jetzt fängt sie an zu plästern. Habt ihr das auch? Ja. Ach, ich will mit W wischen. Meine Güte. So viel Omsi gespielt. Ja. Aber auch auf Omsi habe ich den Scheibenwischer aufs Lenkrad gelegt. Ich habe hier die Automatik drin. Ja, mache ich nicht, weil ich mache das so, wie ich das in meinem realen Auto auch habe. Da habe ich auch keine Automatik und das wird mich auch nerven. Ich mache das manuell. Und weißt du was, das ist eine reine Psychologie, ne? Aber in der Realität, wenn lange trocken war, die Scheiben sind jetzt auch ein bisschen mit Dreck besetzt, so, und hat man ja... Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann mache ich den Scheibenwischer nicht sofort an. Guck mal, jetzt haben wir Luxen gefunden. Sondern ich warte, bis die Scheibe ordentlich nass ist und dann mache ich erst an, weil das sonst so furchtbar schmiert. Und ich kann nicht anders. Ich muss im Eurotruck auch immer warten. Das ist so im Blut. Du ein Gas da vorne? Hm? Ein Gas da vorne? Ja, der Luxen, der hat doch so seinen Computer aus dem Kaugummiautomaten gezogen. Und da ist jetzt nicht so viel Power drin, weißt du? Hat auch die Farbe von Huba Buba. Boah, weißt du das? Hab ich schon gesehen. So, jetzt mal Vollgas geben, Mensch. Also ich fahr 80. Ich fahr 68. Ah. Ja, aber ich bin hinter Luxen. Na, jetzt kommt da langsam so ein bisschen in Wallung. Kann ich auch mal die 80 wieder einloggen. Allein schon, damit Foto mich nicht einfach so überholen kann. Muss er sich schon anstrengen. Mach doch, was du willst. Rick, lass mich mal zurückfahren. Nee, fahr ruhig. Also ich fahr gerade 82, ne? Ja, ist gut. Wir machen hier ein bisschen Elefantenrennen. Ja.
Oh, die KI da hinten ein bisschen ärgern. Die ärgert uns ja sonst immer. Regen ist schon wieder vorbei, wa? Ja. Ja. Bisschen spanisches Wetter, ne? Spanisches Wetter wäre blauer Himmel, Sonne, 45 Grad im Schatten. Und alles gelb vertrocknet. Ich liebe das. Na, wir haben momentan 21 Grad. Haben wir auch. Nee, ich sah im Display. Wo? So. Hab ich das auch irgendwo stehen? Wenn ich da jetzt drauf gucke, verunfall ich. Ja. Ja, ja doch, da 21 Grad. Jupp, stimmt. Bei dem ist ja alles irgendwie so klein. Ne? Ja. Ja, gute Augen hast. Allerdings mit 640 mal 480 funktioniert das nicht. Nee. Hast nur Wischiwaschi. Kannst du die Pixel ja, das zusammenzählen. Das ist die Schrift dann zu klein, ne? Hm? Oder was hilft ist, wenn du dir die Tastenbelegung zoomen belegt hast, dann kannst du ja da ranzoomen. Ja, stimmt. Hatte ich vorher nicht gewusst, habe ich erst kürzlich auch gelernt. Aber benutze ich eigentlich nicht. Ich kann das alles ganz gut sehen. Manchmal will man aber genauer gucken. Das ist dann schon mal vielleicht gar nicht so schlecht. Bremst doch nicht. Warum? Können alle kein Auto fahren, die ganzen. Sogar eine Polizei, ey. Hauptsache, du kannst fahren, dann kann uns ja nichts passieren. Ich fahre immer ordentlich, ja. Siehst du, so fahr ich normalerweise, wie ich gerade fahre. Pass auf, da ist ein PKW neben dir gewesen. Oh, hast du ausgebremst. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon, Mensch. Da, da, da. Oh, jetzt geht mal erst hier mit deinem Mustang. Ihr wisst, dass wir da drüben ab müssen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Komm, mach Platz hier. Du bremst den aus, die Polizei auch noch. Die bremst und ich fahre da bald hinten rein. Super! Sehen wir noch ein Blaulicht heute? Ja. Hey, ich kann gut fahren, ne? Frag mal die Polizei, die gerade ausgebremst hast. Kommt die hinterher? Jupp. Yep. Nee. Aber nur weil ich da gesagt habe, dass die das tun sollen. Ach, das ist doch meine Freunde und Helfer, ne? Mein Freund, hier werde ich helfen. So. So, sind wir gleich in Växjö? Mit dem Update ist das auch kontrastreicher geworden, das Spiel. Kann das sein? Ja, irgendwie habe ich auch so den Eindruck. Der bleibt stehen, wunderbar. Jetzt fahren wir Richtung Kalmar. Kalmar, das ist so eine Stadt direkt an der Küste von der Ostsee. Und da gibt es eine große Brücke rüber auf so eine langgezogene Insel Öland. Und auf der langgezogenen Insel Öland, wenn man die lang fährt, bis oben in Norden, kommt man an einen Leuchtturm, der heißt der Lange Erik. Okay. Ich habe gedacht, hier kommen die Kalmar aus, ja. Ah, ich muss... Nee. Die kommen aus Palermo. So, jetzt muss ich euch erstmal wieder aufholen. Ich bin aufgehalten worden beim Abbiegen. So, ich fahr Strich 70 hier. Die können hier alle kein Auto fahren, ne? So. Alle können die kein Auto fahren. So, Luxen sägt ein. Ja. Ja, aber irgendwie stimmt, die Grafik ist irgendwie ganz anders, finde ich. Ganz anders würde ich nicht sagen, aber ich habe so das Gefühl, das Ganze hat ein bisschen aufgepeppt, so von dem Glanz, von dem Kontrast. Den Eindruck habe ich auch, aber jetzt kann ich nicht an irgendwas Bestimmtes festmachen. Ich gehe auf 80. Ja, ich auch, aber ein paar Jahre habe ich noch Zeit, also gute 20. Auf der Gegenfahrbahn. Luxen wieder? Jetzt bin ich geblitzt worden, weil ihr so vorfahrt. Ich bin geblitzt worden, muss wer bezahlen? 480 Taler haben sie mir abgeknöpft. Das ist doch gar nichts bei deinen 50 Milliarden. Nee, ich habe nur 6,7 Millionen. Das ist das andere Profil. Ach so, da bist du jetzt ganz arm, oder wie? Ja. Der arme Millionär. Ja.
Aber lieber Arm ja. dran als Bein ab. So, und dann hier müssen wir abbiegen. Sieh. Ach ja. Und wieder links. Mit diesem langen Dingen. Das englische rechts. Das andere links. So. Das ohne Unfall, ne? Ja, ich ohne bin. Ich, ja, es ist unglaublich, ne? Oh, jetzt glaube ich. Na. Und das Schild blieb stehen. Ich hab's geschafft. Gelegentlich haut man ja dann doch mal so einen Jason rein, ne? Was ist der typische Jason? Beim Rechtsabbiegen ein bisschen zu wenig Bogen nehmen und dann an den Planken lang schramsen. Oder am besten stehen bleiben. Hä? Wieso geht das nicht mehr weiter? Finde ich immer lustig. Sei damit mal gegrüßt. Hallo Jason, guckst du dir doch bestimmt an den Krempel hier. Hallo Jason. Na, Jason Dax, der macht nämlich... Oh, das könnte jetzt knattern. Ja, sicher, 700 Taler für über Rot gefahren. Und wieder seid ihr schuld. Ach, immer die anderen, ne? Ja, natürlich. Das standardmäßig. Schuld, weil du farbenblind bist. Ich hab das Rot ja gesehen, aber ich... Oder war gelb. Ich wollte aber noch... Ich wollte nicht wieder so hinterher hechten müssen. Ja. Der Jason, der hat nämlich auch Eurotruck-Simulator-Videos im Angebot, wem das gefällt, unter anderem sogar auch mal so ein bisschen mit Konvoi, kann beim Jason mal auf dem Kanal gucken, da gibt's dann noch mehr Stuff. Obwohl, wenn es auf meinem Kanal viel gibt, dann ist das Eurotruck-Simulator. Man muss nur etliche Jahre zurück. Ja, das kann lustig werden jetzt hier. So, ich habe diesmal auf Grün gewartet. Aber das passt. Das geht. Wat mut, dat mut. Norfood. Was haben wir eigentlich jetzt nochmal gefahren? Was war das noch? Mandeln. Gebrannte Mandeln. Ach, das ist so eine Nascherei von der Kirmes oder vom Weihnachtsmarkt. Ach du liebe Güte, das Ding ist doch appeleng, ey. Nee, du kommst dafür ganz gut rein. Dafür kann ich hier. Aber nichts, ja. Ah, ja, ja doch. Ja, hub mich doch an, Mensch. Ja, da war ich an so einem Stand. Ich sag, ich hätte gern gebrannte Mandeln. Da sagt er, wir haben hier nur Glühwein und so. Ja, haben Sie denn keine gebrannte Mandeln? Ja, dachte er, doch. Stellt ihr mir einen Glühwein hin? Ich sag, ich wollte gebrannte Mandeln. Der ist sauheiß. Trink den auf Ex. Dann hast du deine gebrannten Mandeln. Ja. So. So. Ausgezeichnet. Das Theater Mensch. Mal an hier. So. Ah, ach du liebe Güte. Ach so, wir haben ja die lange Kiste. Da brauchen wir ja nicht rangieren. Nee, kannst du vorwärts. Ja, dann ist das vielleicht noch zu schaffen hier. Halt nur aufpassen hinten. Ja, dass man nicht einen Jason macht. Siehst du, schon passiert. Wo bin ich denn angeditscht? Ja, nee, ist klar. Ja, klar, der typische Jason. Das ist aber auch eklig. Und jetzt mit den langen Dingern rückwärts, das geht mal überhaupt gar nicht. Hey, dafür kann ich aber nicht. Ja, doch, natürlich. Paragraph 1, Luxen ist immer schuld. Halt. Ja, ich hab's gesehen. Paragraph 2, sollte das mal ausnahmsweise nicht der Fall sein, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ja, wie soll ich das denn jetzt hier korrigieren? Verdammte Hulle. Ach Mann, ey. Ich hab schon keinen Bock mehr, aber ich mach hier nicht hier überspringen. Ist wieder in die Kabine gesprungen. Ach, das ist doch ganz leicht. Du musst einfach bloß ein bisschen näher ran. Ja, genau. Boah. Du hast dich da an der Mauer, an den Dings festgehalten. Ja, genau. Ach was.
Versuch mal gerade rückwärts. Gerade rückwärts ist mit so einem Anhänger nicht möglich, das weißt du doch. Ah, nein! Du hältst den ganzen Verkehr auf. Ist doch nicht so wild. Die haben Zeit. So, und du machst dich jetzt mal vom Acker, sonst schiebe ich dich weg da. Ah, das passt. Oh, nee. Ah, jetzt hast du die Spiegel abgefahren. Ach, ja. Ich fahre noch mehr ab gleich. Oh, 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 das gibt aber Lackschaden. Ach, Quatsch gibt das. Sollen sie nicht so anstellen. Was quetscht sich denn diese blaue Nuss da jetzt noch durch? Sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Das ist eine KI ohne K. Nein, ohne I. Boah, ja, ja, ja. Jetzt fährt's wieder. Jetzt hat sie geschnallt, dass er da irgendwie... Kann aber nicht zurück, weil der Nächste auch schon wieder dahinter sitzt. Boah, mal gucken, ob's jetzt geht. Hä? Wo hänge ich denn jetzt fest? An dem blauen. An dem blauen Auto hängen wir fest. Tralala. Den hast du da jetzt ja nicht eingehangen, den, oder? Doch. So, jetzt. Versuch nochmal. Rupf. Und hängst wieder am... Nee. Ich gebe da total verschrammte Ding an. Ich will mich beschweren. Hört mal, nächstes Mal kriege ich mal was ordentliches. Nicht so einen total verkratzten Anhänger. Dann sagen die, wir haben aus dem Fenster geguckt. Ach so, ja, dann... Wir haben uns schon gewundert, wo kommt die Funken, wo kommt der Funkenflug her hier? Ja, und das Gehupe da draußen. So. Ach ja. Stimmt, ich muss ja noch hier... Ausgezeichnet, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Habt Abzüge? Düste. Nö. Läuft. Peinlich. Schneide ich raus. Und wie viele Abzüge gab's? Gar keine. Die trauen sich das bei mir nicht. So, jetzt könnt ihr. Die haben gesagt, den Trailer können wir wegschmeißen, aber die Ware ist noch in Ordnung. Ja. Darauf kommt's an. Ja. Und die Fahrerin können wir auch wegschmeißen. Das hast du gesagt. Ja, nu. Das habe ich geschlussfolgert. Wollen wir nach. Ich hätte jetzt einen Auftrag von 536 Kilometer mit Seeweg. Ja, das ist wieder doof. Mit Seeweg 204. Sag nicht wohin, denn wir machen so ein kleines Cliffhängerchen. Dann machen wir hier nämlich Schluss. Ist ein bisschen kürzer die Folge, sonst peile ich immer so 40 Minuten an. Wir haben jetzt 37 auf der Uhr, kommt aber hin. Wir fahren also demnächst eine 500 Kilometer Folge vielleicht, wenn wir uns nicht noch umentscheiden. Der Luxen, ja, der muss die ja annehmen, sonst. Ich wollte spannend halten. Ja, ja, genau. Ne? Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt schön hämisch gelacht, als ich mich hier festgerumpelt habe. Und wenn ihr noch mehr von diesem Quatsch sehen wollt, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst noch ein Like da, schreibt Kommentare und dann sagen wir zu dritt einer nach dem anderen Tschüssikowski, ne? Tschüss.